Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Realm Reborn im Story-Modus. Wir haben letztens Hütte des Sees gemacht und durften Midgard Sorma kennenlernen. Und ja, er ist ein Arsch. Er hat uns die Power geklaut, aber rumheulen bringt nichts. Wir werden mal schauen, was Alfino von uns will, oder? Also, lass uns loslegen. Moonbreeders Plan. Ach ja, dabei fällt mir ein, Moonbreeder hat angekündigt, dass sie uns gerne sprechen möchte. Offensichtlich hat sie einen Durchbruch erzielt. Richte ihr bitte aus, dass wir nun soweit wären. Ich erteile noch einige Anweisungen an die Kristallstreiter und komme gleich nach. Okay. Wo ist Moonbreeder? Mooni! Moon, ah, da. Ah, ihr habt genug mit euren Drachen gespielt? Dann können wir uns ja wieder den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Versammeln wir uns im Saal der Morgenröte. Klar, wieder Return. Hundertprozentig kommt jetzt gleich ein Video. Wie immer, oder? Yo, Mooni. Und wie zu erwarten. Okay. Nun, da es wieder ein bisschen ruhiger ist, haben wir Zeit für eine Lagebesprechung. Nur so viel gleich zu Beginn. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Wirklich? Nun mach es doch nicht so spannend. Also, eine kleine Wiederholung, falls ihr was vergessen habt. Wir wissen, dass Ashians unsterblich sind, insofern ihre Seele nicht in die Ätherwelt zurückkehrt, auch wenn ihr Körper in unserer Welt stirbt. Stattdessen flüchtet sie in einen Raum zwischen den Welten. Hier setzt der weiße Aurazit an. Er ist in der Lage, eine Ashian-Seele aufzusaugen, bevor sie sich in diesen Spalt zurückziehen kann. Bleibt die Frage, was wir dann mit der brisanten Ladung machen. Eine Ashian-Seele lässt sich wie schon einmal dargelegt nur dadurch vernichten, dass man sie mit einem Strahl höchst konzentrierter Ätherenergie zersprengt. Mit einer Klinge aus Licht. Da sich nun aber partout kein Ashian zu Untersuchungen bereit erklären wollte, können wir auch nicht sagen, wie seine Seele beschaffen ist. Und daher ist es schwer abzuschätzen, welche Menge an Äther nötig ist und wie stark er gebündelt werden muss. Dann sollten wir doch einfach eine super starke Klinge machen, so stark wie möglich eben. Dafür bräuchten wir natürlich ziemlich viel Äther. Na klar, wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen? Der weiße Aurazit kann doch haufenweise Äther speichern. Wir sammeln so viel wir eben können und heben ihn auf. Ida, verflucht nochmal! Hörst du eigentlich irgendwann zu? Moonbreeder sagte doch, dass der Aurazit seine Ladung nicht lange speichern kann. Äther verfliegt augenblicklich. Nur in Form von Kristallen, die sich durch extreme Energieflüsse unter ganz bestimmten Bedingungen verfestigt haben, kann er über längere Zeit bestehen. Vergiss das nicht. Ich frag dich hinterher ab. Ach so? Ja, genau. Ich merk's mir. Zurück zu den guten alten Kristallen also. Verlässlich sind sie ja zugegeben, nur in Sachen Transportfähigkeit lassen sie etwas zu wünschen übrig. Wenn die Ashians ihre Auftritte besser ankündigen würden... Falls ein Ashian energetisch so stark ist wie, sagen wir, Leviathan, bräuchten wir wohl wieder eine ganze Schiffsladung von Kristallen. Jedenfalls zu viel für die Hosentasche. Abgesehen davon, dass wir die Kristalle da nur zum Neutralisieren von Leviathans Energie verwendet haben. Diesmal müssen wir nicht ausgleichen, sondern auslöschen. Genau das ist der springende Punkt. Wie kann man so viel Äther im richtigen Augenblick bereitstellen? Die Antwort ist, wir müssen den Energievorrat anzapfen, der im Planeten gespeichert ist. Ätheradern?
Aber dadurch würde sich der Äther über die Oberfläche ergießen und alles in eine Kristallwüste verwandeln. Nein, ich dachte eher an denaturierte Kristalle. Die Ätherbalance in diesen Formationen ist zwar verzerrt, aber trotzdem bestehen sie ganz und gar aus Äther. Ja, aber denaturiert oder nicht? Federleicht sind die auch nicht gerade. Deswegen werden wir sie auch nicht spazieren tragen. Wir nutzen sie direkt vom Erdreich aus. Denaturierte Kristalle kommen in Eorzea in rauen Mengen vor. An den allermeisten Orten werden wir also bequem Zugang zu reichen Äthervorkommen haben. Soweit die Theorie. Ob sie was taugt, werden wir sehen, sobald wir einem Ashian gegenüberstehen. Noch länger Pläne zu schmieden, wird uns jedenfalls nicht weiterbringen. Das ist wohl wahr. Wir müssen zur Tat schreiten. Aber wie genau können wir die denaturierten Kristalle nutzbar machen? Der Äther in ihnen ist ja fest gebunden. Dafür habe ich dieses Gerät hier gebaut. Einen Ätherextraktor. Er aktiviert die Energie von Kristallen und verflüssigt sie sozusagen. Mordona ist allerdings nicht der beste Ort, um ihn zu testen. Zu explosiv für diese Art von Experiment. Bei solchen Massen von denaturierten Kristallen an der Oberfläche könnte die elementare Ladung der ganzen Region plötzlich umschlagen. Ich bräuchte ein isoliertes Exemplar. Darf ich dann Nord-Tanalan als Versuchsgelände vorschlagen? Dort gibt es mittelgroße Kristalle mit ausreichendem Abstand zueinander. Und wie es sich trifft, bräuchte ich gerade dort eure Hilfe. Was ist denn vorgefallen? Wir haben Aktivitäten in Castro Meridianum registriert. Unser Marsch der Weisen hat den Stützpunkt fast völlig zerstört, wie ihr wisst. Aber die Galear scheinen von Castrum Centri aus neue Truppen geschickt zu haben. Sie wollen den Stützpunkt wieder aufbauen und zur Energieversorgung die Erdseimfabrik unter ihre Kontrolle bringen. Da sie keinen Nachschub aus Galemalt mehr erhalten, müssen die in Eorzea zurückgelassenen Soldaten sehen, wo sie bleiben. Für sie geht es ums Überleben und Verzweiflung verleiht enorme Stärke. Unser Gegner ist also nicht zu unterschätzen. Soeben brechen die Kristallstreiter zum Castrum auf. Kann auch der Bund Leute entbehren? Moment mal. Du willst uns mit glitzernden Kristallen auf ein Schlachtfeld locken? Du gefällst mir. Ich bin dabei. Die paar streunenden Galear werden wir schon von unserem Testgelände scheuchen. Besser als hier zu sitzen und auf Ashian-Besuch zu warten, ist es allemal. Nun, Breeder, diese Tollkühnheit, die schon an Torheit grenzt. Ich bitte dich, lass Vorsicht walten. Trotzdem, Moonbreeder hat nicht Unrecht. Hier können wir nichts tun. Lasst uns den Kristallstreitern helfen. Du wirst mit Tancred und Papalimo den Kampf gegen die galeischen Truppen unterstützen. Moonbreeder, Ida und die Stola, ihr geht voraus und wählt einen geeigneten Ort für die Versuche aus, sodass wir gleich anfangen können. Wenn es euch recht ist, werde ich inzwischen meine eigenen Versuche mit dem weißen Auraziten anstellen. Ja, vielen Dank, Orangé. Dann viel Glück uns allen. So, da bin ich wieder. Und ja, was soll man dazu sagen? Also, außer dass Ida eine Hohlbirne ist. Ja. Mal gucken. Was will denn Alvino noch von uns? Es ist mir schrecklich unangenehm, dich immer so hetzen zu müssen. Aber die Zeit drängt. Wir brauchen dich bei der Erdseimfabrik im nördlichen Danalan. Die vierte ist bereits vor Ort. Melde dich zunächst bei Valrad. Er wird dich über die Lage informieren. Ich reise derweil nach Uldar, um mich mit Hauptmann Ilbert abzustimmen und die Einsätze der übrigen Einheiten zu koordinieren. Die Operation im nördlichen Danalan lege ich vertrauensvoll in deine Hände. Und schon wieder bin ich der Einzige, der was tut. Dein nächstes Abenteuer führt dich ins nördliche Danalan. Wir werden den Sonnenstein ebenfalls für eine Weile verlassen.
als Geleitschutz für Flamin. Sie hat etwas in Uldar zu erledigen. Minfilia hat mich gebeten, ein paar alte Freunde in Uldar zu kontaktieren. Zu dem ganzen Ärger mit dem Brimae, den Ashians und den Flüchtlingsaufständen in Uldar kommt nun auch noch die Bedrohung durch die Drachen Quartas. Allmählich drohen uns die Probleme über den Kopf zu wachsen. Aus meinen glorreichen Tagen kenne ich noch einige einflussreiche Persönlichkeiten in der Perle der Wüste. Ich möchte versuchen, sie als Unterstützer für den Bund der Morgenröte zu gewinnen. Wir können jede Hilfe gut gebrauchen. In der Stunde der Not müssen alle Eorzea zusammenhalten. Schön, dass auch ich meinen Teil dazu beitragen kann. Das habe ich meiner kleinen Asilia zu verdanken. Aus ihr ist doch tatsächlich eine weise und mitreisende Anführerin geworden, eine Quelle der Inspiration für uns alle. Aus ihrer Mutter hat sie im Handumdrehen eine Gefährtin gemacht. Nun bin auch ich Feuer und Flamme für die große Sache. Flamin war als Nachtigall von Uldar sehr beliebt, doch die Stadt hat sich verändert. Sie ist ein gefährliches Pflaster geworden. Damit unsere Nachtigall dort keine böse Überraschung erlebt, passen wir auf sie auf. Niemand wird ihr auch nur ein Haar krümmen. Dafür sorgen wir. Ach, ihr Lieben, in eurer Begleitung fühle ich mich absolut sicher. Also dann, packen wir unsere 7 Sachen und machen uns auf den Weg. Ja, bye bye. Gute Reise. Baut keinen Scheiß. So. Wir müssen zur Erzheimfabrik und mit Willrat sprechen. Ja, gut. Wo ist denn das? So, so und so. Nördliches Nanala. Willrat, wo bist du denn? Steckst du dich im Haus? Red? Well, Red. Steckt sich nicht im Haus. Versteckt sich da oben. Er versteckt sich dahinter, natürlich. Kristallkommandant Livier schickt dich. Sehr gut. Das nenne ich eine willkommene Verstärkung. Es wäre mir eine Ehre, an deiner Seite gegen die Galliard zu kämpfen. Denke nicht, ich wäre noch derselbe Jüngling, der von den Amelschatz erzitterte. Seitdem habe ich viel dazugelernt. Ach ja, die Lagebesprechung. Die Spione der Legion der Unsterblichen haben uns über galläische Truppenbewegungen bei Raubans Trotz berichtet. Vermutlich haben sie es auf die Erzheimfabrik abgesehen. Einen genaueren Bericht kann die Legionsfähnrich Edelstein geben. Er hat von Hauptquartier Order erhalten, die Fabrik zu verteidigen. Ich sage inzwischen Hauptmann Aliane Bescheid, dass du hier warst. Also dann. Ja, ja, ja. Jo, Edelstein, was geht ab? Sei gegrüßt, Phönix-General Rice. Deine tatkräftige Unterstützung beim Marsch der Weißen ist mir in guter Erinnerung geblieben. Ich habe sie, glaube ich, gerade Phönix-General genannt, Phönix-Legionärin, aber ist egal. Die Lage hier an der Erzheim-Fabrik ist wie folgt. Die Arbeiter haben eine suspekte Kiste gefunden, die auf keinem Inventarschein verzeichnet war. Als unsere Pioniere die Kiste untersuchten, fanden sie darin eine stattliche Menge Sprengstoff und einen Zünder aus galläischer Produktion. Um die Entsorgung und die Suche weiterer Sprengfallen wird sich die Legion kümmern. Auch wenn sich die Suche nach den Verantwortlichen für diesen Attentatsversuch schwierig gestalten dürfte, ist die unmittelbare Gefahr für die Produktion damit abgewehrt.
In der Zwischenzeit haben unsere Spione Neues über den Feind in Erfahrung gebracht. Würdest du dich bitte auf den neuesten Stand bringen lassen? Ja, natürlich mache ich das. Überfall auf das Überfallskommando. Unsere Spione haben beobachtet, dass kürzlich eine Einheit gallischer Soldaten aus Castrum Meridianum ausgerückt ist. Sie war nicht groß genug, um die Erzheimfabrik direkt anzugreifen. Daher vermuten wir, dass die Gallier auf Beute aus sind. Vielleicht wollen sie unsere Versorgungslinien überfallen. Dem gleichen Zweck dienten wohl auch die Sprengladungen. Die Gestaltstreiter wurden bereits darüber informiert und planen die Verteidigung. Auch deine Freunde vom Bund der Morgenröte wissen bereits Bescheid. Ich hoffe, du wirst Hauptmann Aliane unterstützen. Alles Weitere besprichst du am besten direkt mit ihr. Ja, ja. Moment, die ist sicher hinterm Haus. Nein, ist sie jetzt nicht. Wenn du jetzt am Dach stehst, dann würge ich dich. Nein, okay. Aliane. Aliane. Ah, da bist du ja. Hat die Edelstein Bescheid gesagt? Gallische Soldaten in voller Kampfmontur sind aus Castrum Meridianum ausgerückt. Offensichtlich haben sie sich in zwei Truppen aufgeteilt. Der Haupttrupp befindet sich nördlich bei Dalamuts Klauen und ein kleinerer Nebentrupp hält sich irgendwo nordwestlich von hier versteckt. Ist doch klar, während der Haupttrupp einen Ablenkungsangriff auf die Fabrik durchführt, wird der Nebentrupp versuchen, sich auf das Fabrikgelände zu schleichen, um Vorräte zu rauben. Hauptmann Ilbert! Wie ich sehe, sind euch die Kriegerin des Lichts und die Exegeten bereits zu Hilfe geeilt. Das beruhigt mich. Ich bin mit der dritten Einheit angerückt, um die vierte zu verstärken. Wer weiß, welche Geschütze die Gallier auffahren. Danke, Hauptmann. Zusammen verfügen wir über genügend Kampfkraft, um einen Präventivschlag in Erwägung zu ziehen. Richtig. Das halte ich für eine gute Idee. Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung und außerdem wäre es höchst riskant, in der Nähe der Erzheimquellen zu kämpfen. Besser, wir kommen den Gallier zuvor. Ja, es wäre gut, wenn die Gallier gar nicht erst in die Nähe der Fabrik kämen. Wer weiß, welche Zerstörung sie sonst hier anrichten. Also Leute, ich schlage vor, wir knöpfen uns zusammen mit der vierten den Haupttrupp der Gallier vor. Seid ihr dabei? Gut. Oh, falscher Text. Gut, gleichzeitig wird die dritte Einheit den Nebentrupp erledigen. Kriegerin des Lichts, kannst du dich ihr anschließen? Oh, kann ich machen. Sehr gut. Melde dich vorm Tor bei Hauptmann Yuyase, sobald du bereit bist. Gut. Zu Yuyase, zu dem kleinen Halsabschneider. Weiß nicht, den mag ich irgendwie nicht, der ist so geldgierig. Wo steht er denn? Juhu! Oh, da. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, Kriegerin des Lichts. Das wird meinen guten Ruf beflügeln und hoffentlich auch meinen Sold in die Höhe schnellen lassen. Das Überfallkommando der Gallier hat sich in kleine Grüppchen aufgeteilt, die hier ganz in der Nähe lauern. Am besten teilen wir uns ebenfalls auf. Hier, ich markiere ein paar mögliche Verstecke auf der Karte. Sieh dort nach und scheuche die Gallier aus ihren Löchern. Nach getaner Arbeit treffen wir uns wieder hier, vor dem Tor. Viel Glück! Warum glaube ich nur, dass ich die meiste Arbeit kriege? Da hinten, alles klar. Und hopp. Landen. Mein Schokopo rufen, der soll mitkämpfen, weil ohne Schoki ist es nichts wert. Ja. So. Das seht mich nicht, hä? Jetzt seht ihr mich wieder, oder? Ja. Ja, komm her. Oh, da hat er mich gestunt, ey. So ein Arsch. Zeit zu sterben. Na los. Los, Schocki. Tritt ihn. In die Weichteile.
Und wenn du nicht treten kannst, genau, dann beiß ihm die Weichteile ab. Bisschen Spaß muss sein. So, und mir beißt immer die Nase. Gutes Zeichen, oder? Da ist die nächste Gruppe. Genau, ihr geht noch. Alter, schon Level 55, ey. Das Level schnellt in die Höhe. Dabei sind wir noch nicht einmal in Heavensward. Also, muss schon sagen, also, dass sie das Level nicht so leicht gemacht haben, man kann halt echt schnell die Klassen hochleveln. Also, wenn ihr neu anfangt, könnt ihr locker zwei Klassen zeitgleich hochleveln. Das geht sich im Grunde echt gut aus. Ha! Denen haben wir es gezeigt, was? Leicht war es nicht, muss ich gestehen. Besonders die Magadech-Maschinen haben uns ganz schön eingeheizt. Überhaupt, hier ist es mir ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Bin ich froh, wenn unser Einsatz hier erledigt ist. Ich liefere noch schnell meinen Bericht bei Alain ab. Und dann ab zurück in die Sonne. Übrigens, überbringe du bitte die Edelstein die gute Nachricht von unserem erfolgreichen Einsatz. Vor einem Überfall der Galear braucht er sich nicht mehr zu fürchten. Aha. Okay. Zu Edelstein also. Ja, sagte gerade, Nase beißt, guter Tag. Nee, überhaupt kein guter Tag. Verlese mich andauernd erst. Aber seid ihr bei mir jetzt eh schon gewohnt, oder? Edelstein, na, was geht ab? Bringst du eine gute Nachricht? Ihr habt das Überfallkommando in die Flucht geschlagen? Gepriesen sei Ralgar. Da wird den Technikern der Amidschar Bergbau AG aber ein Stein vom Herzen fallen. Ebenso wie mir. Tausend Dank. Ja, ja. Erledigt. Im Tod liegt Leben. Der Präventivschlag gegen den Haupttrupp war ebenfalls erfolgreich. Und die meisten deiner Mitstreiter vom Bund der Morgenröte sind bereits abgereist. Nur eine nicht, die staatliche Rogadyn-Dame, wollte hier in der Nähe noch etwas erledigen. Was auch immer sie vorhat, vielleicht kannst du ihr dabei helfen. Sie freut sich bestimmt, dich zu sehen. Yo, Muni, ich komme. Müsste irgendwo hier sein. Alter, voll in Kampfmodus die Moonbreeder. Sekunde noch. Gleich ist alles eingestellt. Gefällt dir meine Beute? Tja, manchmal geht einfach die Axt mit mir durch, weißt du. Ich weiß, ich weiß. Wie Oranger immer meinte, eine Axt steht einer Gelehrten nicht zu Gesichte. Was soll ich sagen? Ich mag Äxte. Schnell handeln erspart mir das Nachdenken. Nicht, dass ich nicht gern denken würde. Ich erinnere mich oft an den Mann, der mir die Freuden des Lernens gezeigt hat. Auch wegen ihm bin ich diesmal nach Eorzea gekommen. Und natürlich wegen Oranger, dem alten Umstandskrämer. Ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander ausgekommen sind. Tja. Das Leben ist schon seltsam. So, das wär's. Ja, das sieht doch gut aus. Bei der Stärke sollte auch die Umgebung nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Hast du das Licht gesehen? Das ist der Äther, der aus dem Kristall evaporiert. Wie wir daraus einen kräftigen Strahl bündeln, muss ich mir noch überlegen. Aber immerhin ist das Problem der Energiezufuhr gelöst. Daraus basteln wir dir eine erstklassige Lichtklinge zusammen. Du wirst sehen. Ich grüße dich, Kriegerin des Lichts. Ein Aschien, verflucht. Er will uns aufhalten.
Das Zeichen der Schaleana. Eine Wiederkäuerin des Wissens, getrennt von ihrer bücherblätternden Herde, hm? Ich verstehe zwar nicht, was du da faselst, aber es klingt mir verdammt nach einer Beleidigung. Deine Instinkte leisten dir gute Dienste. Aber komm, leg doch wegen mir nicht dein hübsches Gesicht in Falten. Lass mich meine Worte an jemanden richten, der sie versteht. Endlich begegnen wir uns, Kriegerin des Lichts. Ich bin Nabrialis. Und du bist mir schon lange ein Dorn im Auge. Da ertrage ich Lahabreas wichtigtuerische Präsenz, um einer Sterblichen die Kräfte einer Göttin zu verleihen. Und du machst alles zunichte. Was? Wer wird denn gleich mit der Axt ins Haus fallen? Du musst zugeben, es war Notwehr. Moment mal. Wo ist denn deine Gabe? Ich spüre ja gar kein Licht von dir ausgehen. Heidelin, hast du deinen Schützling im Stich gelassen? Wozu verschwende ich hier meine Zeit? Du bist keine Gegnerin für mich. Ja, und besser noch, das Siegel ist gebrochen. Der Stab ist so gut wie mein. Damit werde ich mich über alle erheben. Merk dir meinen Namen, erloschenes Lichtchen. Nabrialis wird den Willen Zodiacs zum obersten, zum einzigen Gesetz der Welt machen. Weg ist er. Das darf doch nicht wahr sein. Nabrialis? Einer der hohen Ashians etwa? Aber dieser Stab. Muss ja ein tolles Ding sein, dass er sich so darauf freut. Bei den Göttern. Er meint Tupsi Mati, den Stab von Louisoir. Minfilia ist in Gefahr. Wir müssen schleunigst in den Sonnenstein zurück. Amen. Dann mal schnell in den Sonnenstein. Oh, Mortona. Da kommst du ja endlich. Tupsi Mati wird im Saal der Morgenröte aufbewahrt. Nichts wie hin. Hoffentlich ist Minfilia noch nichts passiert. Ui, da ist der Stab weg. Den 12 sei Dank. Die lichtlose Kriegerin, hast du vor, mich aufzuhalten? Lichtlos? Was soll das heißen? Oh, gar nicht informiert? Ich dachte, du wärst die Anführerin dieser Truppe. Die besondere Gabe der Kriegerin des Lichts hier hat mir bisher den Zutritt verwehrt. Gegen die ursprünglichen Villa Brea und den Paraklet hat euch das nicht viel geholfen. Aber wer, wie ich, von einer anderen Welt ist, hat eben immer das Nachsehen. Doch damit ist es nun vorbei. Ich weiß, wann es Zeit ist zu handeln. Jetzt! Die nächste Löschung komme! Löschung? Dann wart ihr also tatsächlich am Untergang Wals schuld und am Verschwinden der Forscher. Schluss jetzt mit dem Kauderwelsch! Oh, oh.
Moonbreeder! Charleana, so viel Wissen, so wenig Verstand. Was willst du mit dem Stab? Das ist doch nur ein Erinnerungsstück und dazu noch zerbrochen. Muss ich dich über deine eigene Kollektion aufklären? Tupsimati, oder eher die Steinplakette darin, besitzt außergewöhnliche Kräfte. Zusammen mit dem Horn der Stabspitze ist sie in der Lage, riesige Ätherflüsse aus der Umgebung zu extrahieren und zu konzentrieren. Oder wie sonst glaubst du, hat der alte Louisor eure 12 Götter beschworen, ohne einen einzigen Kristall? Gebete allein reichen nicht, man braucht Massen von Äther, das weiß doch jedes Kind. Herzlichen Dank für die Aufklärung. Damit ist wohl klar, dass ich dir den Stab nur über meine Leiche überlasse. Was für ein egoistisches Mädchen. Es wäre mir ein Vergnügen, dich auszulöschen. Nur würde sich der Paraklet beschweren. Aber wenn du mir nicht gibst, was mir gehört, dann nehme ich dich eben mit. Folg ihnen. Schnell. Mach schon. Gleich schließt sich der Spalt. Isali ist nun zugänglich. Ja, sehr schön. Da haben wir wieder einen netten Fight aufgemacht. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer. Ciao!